Konzert und in jeder Bar. Brillenmann ist immer schon da, mit Brillengestell wie Baudrillard. Brillenmann ist immer schon da, du berichtest von Abenden, bei denen ich nicht war. Brillenmann war natürlich da. Es wissen, ist es wirklich wahr? Ist Brillenmann überall immer schon da? Bezieht er fürs Dasein ein Honorar? Ich folgte ihm heimlich nachts aus der Bar. Sein Zuhause, das ganz in der Nähe war, gleich einer Taxizentrale ohne viel Inventar. Ich trat näher ans Fenster und was ich da sah, war kaum zu glauben, aber dennoch wahr. Eine rauchende Oma, die Haare voll Henna und 10 identische Brillenmänner. Brillenmann, Brillenmann, Brillenmann. Kennt man das ja, doch wurde es hier vor meinen Augen wahr. Das fragmentierte Subjekt stellt sich physisch dar, als vielfacher Huldiger vor dem Szenealtar. Brillenmann C sagt zu Brillenmann A, ins Berghain musste nicht, denn F ist schon da. Darauf A zu C, na das war ja klar, F gehört dort ja schon fast zum Mobiliar. Die Taxifunk-Oma mit dem Henna-Haar sagt, bitte ein Brillenmann in die Paloma-Bar. Jetzt weiß ich Bescheid, jetzt wird es mir klar, fragmentiert ist Brillenmann immer schon da. Bei Vernissage und Kaviar, Brillenmann ist immer schon da. Beim Punk-Konzert und in jeder Bar, Brillenmann ist immer schon da. Mit Brillengestell wie Baudrillard, Brillenmann ist immer schon da. Du berichtest von Abenden, bei denen